nur würdig ehren kann, wenn ich ihn vor der Sportöffentlichkeit. Die Schotten haben die Seitenwahl gewonnen im 5. Fußball-Länderspiel gegen Novak, Schalke 04 und Steiner 1860 München. In der Läuferreihe von rechts Szymaniak, Inter Mailand Nummer 4. Diesmal im Angriff mit Henderson Nummer 7, White Nummer 8, Gilzin Nummer 9, Law Nummer 10. Baxter und Henderson. Aber das war ja so erwartet worden. Baxter. Dieser Mann. Aufgestützt. Dieser Mann. Baxter und Law sind die zwei. Baxter Nummer 6, jetzt wieder am Ball. Und Dennis Law, die ohne Zweifel im Mittelfeld das Spiel machen. Klar. Das ist korrekt. Die Entscheidung ist korrekt, nicht das Verhalten. Szymaniak. Law Baxter, dieser Pass. Seeler gegen Baxter. Gut gemacht von Geiger. Foul. Hinter der Mittellinie in der schottischen Hälfte. Geiger. Baxter. Dieser Mann. Baxter. Immer wieder Baxter. Und Dennis Law. Gilzin. Gut von Novak. Weber. Wieder Baxter. Ja, laufen lassen darf man ihn nicht. Baxter. Aufpassen auf Dennis Law. Wo ist Szymaniak? Auf der anderen Seite. Wieder Baxter. Und unfair behindert Tilkowski von... Baxter. Eben vorn, jetzt hin. Immer am Ball. Das unterstreicht, wie stark das schottische Mannschaftsgerippe ist. Sollte Steiner sein? Nein. Seeler? Und Seeler, jawohl! Das Uwe ist. Es bewahrheitet. Das ist Reisch. Baxter, dieser Mann. Oh. Baxter. Oh, Außennetz. An einen ständigen Wechsel, zwischen den beiden gedacht. Noch 7 Minuten bis zur Halbzeit. 2:0 für die deutsche Elf.
Nach den Ausschnitten aus der ersten Halbzeit darf ich schnell noch einmal kritisch zusammenfassen, weil sie vielleicht doch nicht alle so hielt das Tempo auch über die ganze erste Hälfte an. Trotzdem hier über dem Stadion von Hannover sehr schnell gespielt wurde, war das Spiel aus der eigenen Abwehr der deutschen Mannschaft überraschend zuverlässig und genau. Freistoß für Schottland. Giesemann. Zur ersten Halbzeit und nun bitte wieder zum Spiel. Dennis Lauder, halb linker, hat ihn selbst ausgeführt, obwohl es am eigenen Strafraum war. Henderson. Baxter. Baxter. Wahrscheinlich starken Auftritt gegen. Reisch, Libuda, Schimann. Baxter, quasi aufgehoben. Geiger. Baxter. Das heißt, es ist sogar noch aufgepasst für die deutsche Mannschaft. Noch 4 Minuten sind zu spielen. Durch den langen McNeil. Dörfel. Ja. White, der alles kann, der aber auch mit allen Untugenden behaftet ist, die ein Profi kennt. Baxter und der linke Verteidiger Holt. Foul. Ist auch bereits gepfiffen, 45 Minuten begeistert haben. Das war der Schluss hier. Ich darf Sie bitten.